Ja, wir haben jetzt langsam kein Eisen mehr, ne? Also jetzt ist der ganze Puffer weg. Wenn ihr unten auf die Produktion guckt, der Mainbus wird jetzt nicht mehr komplett gefüllt. Das liegt einfach daran, dass wir nicht genügend Eisenerz haben. Scheiße, Gottverdammte. Das könnte man kurzfristig, Was, Stefan, was? Nee, kann man nicht. Haben wir nicht. Wir brauchen Öl. Ich hätte Wollte gedacht, wir machen Entschuldigung. gerade Speed-Moduls rein in die Miner, aber das geht nicht, weil wir Öl brauchen. Ja, also Eisen ist jetzt kappt. Wir können nicht mehr Eisen produzieren. Das heißt, das Ziel ist jetzt nicht noch mehr Produktion, weil wir haben nicht genügend Input für noch mehr Produktion, sondern wir müssen zu Öl expandieren. Da bleibt uns keine andere Wahl. Und Öl bei Strom oder was? Oder bin ich gerade besoffen? Wir Warum brauchen noch eine Öl? neue Was hast du gesagt? Eisenquelle. Warum Öl jetzt? Öl, weil wir brauchen Plastik. Für die roten Circuits brauchen wir Kunststoff bzw. Plastik, also Kunststoffstange, das heißt Plastics. So, ne? Wir brauchen Plastik und dafür, das kriegen wir halt aus Flüssiggas, was wir aus Öl kriegen. So. Ja. Jetzt. Flüssiggas auch. Das ist, hieß auch, glaube ich, Petroleum oder so. Also es gab halt Heavy Oil, Light Oil und ich glaube, das andere war Petroleum oder so. Also Öl kann man zu drei verschiedenen anderen Liquids refinerieren und die brauchen wir halt alle. Ich schlage vor, wir holen uns richtig viel Ammo und knallen hier oben die Sachen weg, machen da eine Mauer hin. So, Cedric, jetzt guck. Ja, okay, dann gucke ich jetzt noch bei dir. Ja, Jetzt. sieht doch geil aus. Also willst du die obere Ölquelle benutzen oder Warte die mal. linke? Die So, mal. jetzt gucke ich auch, was du meinst. Okay, gut. Also, Plan ist. Da oben wegknallen. Das heißt, vielleicht noch das Nest und das Nest. Und dann hier unten an den Chokepoint eine Mauer hinsetzen. Die baue ich. Oder will Sönke mir helfen? Ich brauche gleich erstmal Erstmal Munition will ich Karten ohne Ende. Okay. Ja, ich glaube, Sönke hat da noch keine Zeit mehr, weil wir müssen erstmal die Dinger wegmachen. Dann ist schon 17 Uhr. Ja, stimmt. Die Dinger da müssen wir oben wegmachen. Dann machen wir hier unten den Scheiß weg. Und dann ist da hinten unser Ziel. Da holen wir erstmal Öl her. Das ist das einfachste Moment, weil links ist viel zu viel. Da bräuchten wir super viel Clearance und müssten super viel rumknallen. Ich weiß nicht, ob wir dafür die richtigen Da Ressourcen unten haben. ist auch Kupfer. Oh ja, das stimmt, aber da fängt auch Kupfer an. Das ist auch sehr geil. Also rechts Oh, wäre. Eisenerz, jo. Wo? Richtig viel. Oh, da! Oh, jetzt sind schon 47 Millionen. Das ist nur die Hälfte der Ader vielleicht. Jo, das sind Geil. mindestens 16 Millionen. Das ist richtig, richtig gut. Sadie, ich habe gerade was anderes gesehen. Was Nice. denn? Auf der linken Seite ist 10-mal mehr Öl. Ja, das meinte ich gerade. Also da ist halt noch geiler, aber das ist so schwer zu erreichen. Weil wir das auch verteidigen müssen. Und ich weiß nicht, wie groß das Land dort noch ist. Und du siehst ja schon, wie groß die Nester dort sind. Wir müssten da so viel Verteidigung hinbauen, dass sich das für mich erstmal nicht lohnt. Ich würde erstmal, dass wir überhaupt was haben. Dann können wir auch bessere Forschung, bessere Sachen kriegen, Laser-Turrets, alles, Solar, bla bla bla, dass wir da unten links besser was machen können. Deswegen würde ich erstmal da rechts hingehen, weil es einfacher ist. Wir haben hier oben einen Chokepoint, da einen Chokepoint und der andere Chokepoint machen wir hier dann mit der Klippe. Und dann haben wir dort Öl komplett saved. Und das holen wir mit Zügen her. Alright? Jo. Gut. Das heißt, wir wappnen uns jetzt für den Krieg. Gesundheit. So, schwarz ist dran. Leute. Geile Sache. Dann machen wir jetzt sofort genau Gun Turret Damage und dann Bullet Damage. Direkt danach. Während wir uns hier rüsten, weil dann können wir jetzt noch viel, viel besser da Okay. durchsieben. Und was wichtig wäre, was wir auch ASAP machen sollten, wären halt große angelegte Produktionen von roter Ammo. Das, was wir jetzt nur für die Science haben, nochmal richtig krass groß, weil das verdoppelt oder verdreifacht unseren Damage nochmal, weil es halt auch Panzer durchbringend ist. Okay. Da wo ich jetzt stehe, darf ich in der Lampe platzieren hier oben. Ja. Klar. Aha, es ist hier hell. Ja, da passiert nichts. Du kannst Lampen überall platzieren, das geht. Das ist auch dunkel. Oh, warte mal, sehe das cool aus, wenn man das jetzt so macht? Quasi am Mainbus, warte mal. Ja, wo haben wir denn Strom am Mainbus? Zum Beispiel hier hinten, guck mal. Und jetzt einfach so eine Reihe an Lampen so setzt. So eine Art, ne? Das sähe bestimmt cool aus, aber wäre auch ganz schön unpraktisch.
ADF. ADF. Sieht cool aus, ja, das ist auch der einzige Grund. Man kann auch irgendwie programmieren, dass die Lampen eine andere Farbe haben. Oh! Ich habe auch einen Blueprint hier, das kriegen wir aber erst hin, wenn wir Roboter haben, weil der dann automatisch die Einstellung auch übernimmt, dass du eine Poweranzeige hast. Das ist mit Combinatoren und Switches, sodass der immer sagt, ey, ist gerade genügend Strom da oder nicht? Und das wird dir anhand von einer Lampenanzeige gezeigt. Mhm. Das ist mega geil. Ich kann das ja mal eben kurz hier zeigen, wie das aussieht. Power Indicator hier. So, das ist das Ding. Da ist auch ein Signal-Lautsprecher, so ein programmierbarer Lautsprecher oben. Der macht tatsächlich ein Warnsignal. Falls der Strom ausgeht, dann kriegen wir alle so einen Hiroshima-Alarm-Sound. Sehr gut. Ja. Da haben wir auch mal mit rumgespielt, glaube ich, die Mann. Das will man hören. Mit diesen Sounds. Ein bisschen, glaube ich. Ja. Ich erinnere mich aber schlecht dran. Ich weiß, dass da irgendwas war mit Sounds. Ja, also wenn wir so einen Fallout-Alarm kriegen, dann weiß jeder Bescheid. Oh, Strom ist alle. Ja, aber erstmal hier Muni und Turrets. Und ich glaube, Turrets bräuchten wir noch mal ein bisschen mehr. Da unten ist ja, glaube ich, nur Limit auf 1 Stack. Das bräuchten wir mal auf 2, damit wir auch alle genügend haben. So. Wie sieht denn, ich habe lange nicht mehr drauf geguckt. Ah, da die Pollution, ne? Das ist so ein Atombombeneinschlag. Ja, das ist aber noch human. Für dich. Es gibt Shotgun-Turrets, das wusste ich noch gar nicht, dass es da Unterschiede gibt. Ja, das kam durch Rampant Arsenal. Okay, aber wir haben nur zurzeit Gun-Turrets, richtig? Wir haben Shotgun-Turrets haben wir auch und Rifle-Turrets haben wir auch zur Verfügung. Ah, okay. Du kannst also die alle schon bauen. Ah. Wir nutzen sie noch nicht. Also ich weiß nicht, ob das worth ist. Wir haben ja auch keine Shotgun-Ammo-Produktion. Rifle-Tools laufen, glaube ich, auch mit normaler Muni. Das könnte man vielleicht mal ausprobieren. Gab es als Blueprint so eine Option, alles, was du markierst, wird einfach eine Stufe höher abgegradet? Ja, mit dem grünen. Das ist Alt-U. Upgrade-Plan, ja, da ist er. Ist aber erst worth, das zu nutzen, wenn du halt Roboter hast, ne? Weil ansonsten, ja. Alt-D... Nee, nicht Alt-D, nicht Alt-D. Um das zu entfernen, musst du nochmal wieder Alt-U und dann Shift markieren. Ah. Mit Alt-D machst du es dann zum Abreißen. Okay. Genau, mit Shift machst du es auch immer wieder weg. Und wenn du mit Alt-U gleich von Anfang an Shift machst, Rechtsklick dann ziehst, dann machst du ein Downgrade. Oh. Das heißt, ich sag jetzt, du Upgrade, also Downgrade. Ja, Downgrade und die bitte upgraden. So, und dann wieder mit Shift alles entfernen. Okay. Das sind halt das sind so kleine Dinge, die halt daher kommen, dass das Spiel schon ziemlich alt ist und super viel an den Convenience und kleinen Feinheiten gearbeitet wurde. Also kleinen Kniffen, so ein bisschen Quality of Life. Und das ist an so vielen Stellen drin. Wenn man die alle weiß, ist unfassbar. Mit diesen Kopieren und mit den Blueprints und hier und da. Ich frage mich ganz kurz, wenn wir den Main-Bus, wenn du auf der Map guckst, ungefähr bis hier erweitern und danach nach rechts wurdest du ja, ne? Ja. Gut. Jetzt verlängern bringt ja nichts, da verschwenden wir nur Ressourcen. Was meinst du? Können wir schon mal irgendwas drumherum bauen, quasi, um den Main-Bus entlang? Weitere Produktion oder irgendwie Waffen dahin fördern oder irgendwas? Munition hinschicken? Verstehe ich noch nicht, was meinst du? Also... Ja, quasi, unser Mainbus kommt da ja hin. Ja. Und wenn ich schon mal auf dem Mainbus, quasi einfach so provisorisch, also mehr Ressourcen. Munition losschicken. Oder nee, wollen wir das mit Zügen? Bräuchten wir nicht. Also Züge bräuchten wir für auch nicht. Das ist halt die Diskussion, wie gerade mit, was sollte noch im Mainbus gefördert werden. Und das ist im Moment alles, was wir brauchen, sind diese drei Sachen hier. Oder vier Sachen. Munition bräuchten wir eigentlich nicht, weil das dann vor Ort produziert wird aus dem Mainbus heraus, weißt du? Okay. Das ist dann, also nur Sachen, die wir wirklich in Massen brauchen und die viel Platz brauchen, könnte man sonst, also die häufig benutzt werden, auch in Zukunft, die würde ich auch in den Mainbus packen. Alles, was nicht ist, kann direkt vor Ort in der Produktion jeweils erstellt werden. Das muss dann, weil ansonsten hast du so ein riesen Spektrum an Mainbus, das nur Platz verbraucht und es hilft nicht. Yeah. Sonnensystem. Du bist die Sonne. Die Sonne sollte sich nicht drehen. Gab es eigentlich auch Emotes hier drin? Ich glaube nicht, oder? I don't know. Ne, also ich bin gerüstet. Seid ihr auch ready? Ich bin ready. Ich will die More in Action sehen.
Stefan, öffne mal die Map und guck mal auf mich. Guck mal, da dreht sich so ein roter Punkt die ganze Zeit. Warte. Und ein gelber Punkt, das ist das Sonnensystem. Hä? Oh mein Gott. Sally, drück mich raus. So. Das Sonnensystem. Ja, guck mal, Sally ist die Sonne und ich bin... Ja. Und deine Gravitation wobbelt mich mit. Das ist ja bei der Erde und der Sonne auch so. Wenn du Map öffnest, wir machen irgendwas Erotisches. Ihr reibt euch auf jeden Fall aneinander. Wir erzeugen Hitze, Alter. Guck mal, rot und gelb, das ist so feuer-orange. Wir erzeugen Hitze. Stimmt, du bist Mars, ich bin Sonne. So, warte, komm mal eben. Ich möchte das und Walls. Hilfe! Und dann kann ich schon die Mauer anfangen. Das ist, glaube ich, so die faulste Art abzubauen. Keine Lad. Wobei, Alter, wir brauchen ja keine Autos später, wenn du diese Level 4 Bänder hast, machst du einfach den hier. Ja, aber dann musst du wieder abbauen. Wow, geil. Da hast du richtig Bock drauf. Musst du nicht, du kannst sie einfach lassen und dann rennst du dann mal drauf. Ein Auto ist schneller. Theoretisch geht das. Und du vergisst, dass es ja auch Züge gibt und die sind schneller. Nein, 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 wenn du dann das hier mit den Autos kombinierst. Ja, wow, da musst du doch, Alter, das ist... Aber Autos ist scheiße. Also du kannst ja ein Auto nie gerade fahren. Es fährt ja immer irgendwie ein Stück zu weit links. Nein, ich zeig's dir. Ja, jetzt wo du es platziert hast, ist es perfekt gerade. Nein, 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 nein. Pass auf, ich steig jetzt ein. Ach, Enter war das. Leute, wuhu. Zack. Ja, ja, versuch mal genau gerade. Oh, bist du abgekommen? Ich muss kurz was reparieren. Wenn du gerade gefahren wärst, wäre das ja nicht passiert, oder? Wenn man aufs Maul kriegen möchte. Ha? Ha? Der hat keinen Strom. Der muss hier sein. Es gibt einen Mod, also, womit... ich hab's tatsächlich vorhin geschafft, deswegen... Ja, aber es ist halt scheiß schwer. Es gibt einen Mod, den habe ich auch gesehen, womit du bei einem Fahrzeug immer genau in Winkel fährst. Das heißt, wenn du nach rechts drückst, du machst immer ein Winkelstück weiter, sodass du immer auf 0 Grad bist oder immer auf 10 Grad. Aber das haben wir nicht. Außerdem ist das scheiß aufwendig. So, ich würde einfach Züge nehmen. Wir haben hier sowieso auch mit dem Rampant Arsenal haben wir nukleare Züge, die nochmal schneller gehen und mit Uran betrieben werden. Wir werden schnell durch die Gegend gehen. Dafür brauchen wir keine Autos. Autos sind nur für Neuerkundung. Der Rest ist alles durch die bestehende Infrastruktur gedeckt mit Zügen. Und wenn du dich schnell mal eben so bewegen willst, dann hast du eine Power Armor mit einem Exoskelett. Weißt du? Autos sind da leider kein... Also es ist ein bisschen wie, wenn du Minecraft argumentierst, ich mache überall Minecarts hin, aber du hast eine Elytra. So, das ist dieselbe Diskussion. So, ja, könntest du machen, aber ist halt scheiße im Vergleich zu dem anderen. Also wir können ja jetzt erstmal nichts mehr bauen, das heißt, wir müssen erstmal gleich ein bisschen Rambazamba machen. Ja, da warte ich jetzt schon drauf. Seid ihr alle ready? Ich brauche nur noch super viel Muni. Ja, dann hol dir Muni. Unten ist doch drin, oder nicht? Ja, ja, das, ist auch, das sind 5000 Muni im unteren, da kannst du dir richtig bedienen. Ich ping mal nochmal, wo war das nochmal? Munition ist... Hier, die mal hier, rechts. Ja. Boah, machst du da rote? Mal rot. Ah ja. Ja, ich mach da rote. Okay, sehr gut. So, hier haben wir übelst viel. Also, soll ich mitkommen? Am besten oder? Alle, dass wir das mal eben schnell clearen. Es sei denn, du hast keine Zeit mehr, dann mach wieder alles. Ja, gut, ich komme. Warte, ich muss erstmal reparieren. Aber ich habe jetzt kein Auto. Nee, wir können zu Fuß eben hochgehen. Stefan! Ja. Bin ready. Trigger. Du Sack. Du Huh. So, Stefan, bleib mal stehen. Und jetzt geradeaus laufen. Wir sind schneller als er. Ich komme schon. Ja, ich lass die Scheiße so. Das ist sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Lass jedes Mal diese Bänder besetzen. Ja, geil. Ja, guck mal mit den Upgrades. Die werden einfach nur weggesiebt. Das schmeckt schon richtig gut. Ich muss die Sounds echt mal anpassen. Die sind schon hier oben, das ging ja schnell. Die Weltreise. Von wo holen wir jetzt das Öl? Rechts. Nur so als von rechts, okay. Nur so als Info. Von wo machen wir? Ja, sorry, ich hab dich zugehört, ich hab dich konzentriert. Warum machen wir den Scheiß ja eigentlich? Nein, nicht deswegen, sondern du so. Warum machen wir das? Nur so als Info. Ja, so. Also ich, falls ich das wissen darf. Aber es ist auch eine Info an uns. Ah, ich werd gefressen. Scheiße, ich hab neue Rüstung, ihr Penner. Okay. Die Würmer schießen übrigens immer in die Richtung, wo ihr hinlauft.
und predikten. Das heißt, dass wenn ihr schnell, nachdem sie geschossen sind, die Richtung wechselt, dann treffen die euch meistens nicht. Oh, Digga, das sind schon fette Erdpenisse hier. Ja, die werden krass. Im normalen Game hast du irgendwann noch so kleine, mittlere und starke Beißer und dann noch Behemoths. Waren das die krassesten Behemoths? Ja, das waren die heftigsten. Aber hier gibt es wahrscheinlich noch größere oder andere halt auch noch, ne? Weil wir so einen Belzebub haben. So, dann machen wir die oberen jetzt auch nochmal weg. Wenn wir schon hier sind, dann klären wir mal ein bisschen mehr. Dann haben wir länger Ruhe, ne? Oh, oh Gott, hier sind schon neue Arten von Beißer. Die halten deutlich mehr aus. Das sind so rote. Ein bisschen dicker. Ja, dafür brauchen wir Panzerbrechte-Muni, aber die haben wir ja auch jetzt bald zur Verfügung. So. Guck, Sadie, hast du gesehen? Hast du es gesehen? Hab ich gesehen, ich bin stolz auf dich. Danke. Jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen. Sehr gut. Es ist 17 Uhr so, gell? Ah, nein, nicht mit Fischen. Ah, Stefan baut schon direkt die Mauer. Gute Sache. Ich finde das so angenehm mit diesen Schusslinien, ne? Ist mega geil. Dass man immer sieht, wohin schießt man. Und auch die Turrets. Wo schießt die gerade hin? Hä? Das war bei mir. Ah, okay. Ja, da ist rot. Pass auf, dass Turrets nicht kaputt gemacht werden. Ja, die haben gerade alle gleichzeitig angegriffen. Die haben so dann bau das den Turret schnell ab. Weil wenn das kaputt ist, dann ja, hast du gleich war, mal... das war schneller, als ich reagieren konnte. Ich habe gebaut, der wäre instant kaputt. Ja, alles gut. Das passiert halt mal, aber möglichst darauf achten, dass es nicht passiert. Weil es super viel Ressourcen sind, die da verschwendet werden. Das ist unfassbar. Wir sind eine 4-Mann-Armee gegen so ein. Ich erkunde mal wieder das und weiter, ne? Ich hab gleich so eine riesen Horde in meinem hinter mir. Also, schon mal was ready machen vielleicht. Ne? Alter, das sind die roten Beißer, die Tower instant kaputt machen, ne? Ich hab grad einen Lauf. Oh, hier sind Beißer-Nest rampant. Oh, hier sind die krasse. Oh Gott, hier sind krasse! Oh, hier sind richtig krasse! Ah ne, jetzt werden die aktualisiert, lol. Aber nicht anhalten. Bloß nicht anhalten. Oh Gott, weiter. Immer in Bewegung bleiben. Leute, ich habe hier eine kleine Masse, ne? Macht schon mal eine Turret-Basis bereit, die richtig voll ist. Ich habe hier ein bisschen was. Ich bin synchronisiert und woanders. Dann macht da ready, ich komme zu euch. Ich brauche hier richtig Turrets jetzt gleich. Baut jetzt da, wo ihr nicht baut da, wo ihr seid, richtig Turrets, bitte. Sönke, ich komme dann hoch zu dir. Ja, bitte. Komme. So, das reicht nicht. Ich habe keine Munition mehr, das ist... Okay, so. Ich hatte 2000 mitgenommen. Ich repariere mal die Türme. Ja, eure Fließbänder unten werden kaputt gemacht. Unten. Ja, das markiert hier gerade. Ach so, ja, okay. Nein, die Fließbänder. Das ist Stahl. Ich hasse dieses Geräusch. Wo kommt jetzt die ganze Masse? Ja, die hat wieder aufgehört, aber die kommt bestimmt gleich ab und zu her. Bei Nacht. Ich habe da oben auch nichts an Ressourcen gefunden, ey. So ein Pech. Fuck, geil. Aber man sieht auf der Map. Wie da ist. Gut, dann wird die Hälfte an Schulz hier auch reichen. Wie sieht das bei der Mauer aus? Ja, ein paar mehr Schulz werden bei der Mauer auch gut, Stefan. Ja, ich kann aber nicht so viel Munition gerade. Achso, okay. Versuch das gleichmäßig gerade zu verteilen. Alter, wie stark die geworden sind, ne? Und die sind auch schwach. Ja? Wir haben noch keine spezialisierten. Die sind halt keine Super Saiyans. Die sind so. Immer noch teilweise Tier 1 oder Tier 2, nur ganz selten mal. Na, diese paar dieser roten Viecher, das ist schon Tier 2. Es gibt 4 Tiers mindestens. Oh, pass auf, da ist ein Turret, der ist kaputt. Bau ihn ab. Oh, jawohl. Bau die anderen auch ab, bevor sie kaputt sind. Sehr gut. 200 Muni gesaved.
Sehr, sehr gut. So, von der Seite kommen die nicht mehr durch. So, dann haben wir hier jetzt alles abgeklärt. Aber hier haben wir nur Stein, wenn ich das sehe. Ist das richtig? Ja, hier ist leider nichts. Stein. Das ist leider ein bisschen mau hier. Sind hier noch und wo wollten wir Öl abbauen? Rechts. Also tut mir leid. Wir sind nur ein bisschen, wir haben nur ein bisschen jetzt präventiv weggemacht. Ah, okay. Hier oben ist nur präventiv. Okay. Aber wir müssen ja Dingens hier nochmal eine Mauer machen. Richtig, da muss auch noch einen hin. Und bestimmt da und da auch noch. So. Ich baue mal dann weiter für, oder braucht ihr noch weiter meine Also ich würde die halt da machen oder da. Na, du kannst uns auch gehen, wenn du Rote, möchtest. Rote, vielleicht sind die Roten die Starken schon, kann das sein? Ja, die Roten sind die Starken. Genau, das meinte ich ja. Also die Roten sind schon die Härteren. Da kommen ab und zu schon mal ein paar. Die haben sich jetzt langsam entwickelt. So, du hast da jetzt auch alles, ne? Kann ich bei dir einsteigen? Yep. Oder ja, das sind zwei Sitzer. Ja. Und ich glaube, jetzt kannst du die Waffe bedienen, ne? Ja. Ich fahre und du bedienst die Waffe. Wenn man zu zweit ist. Ah, perfekt. Ja. Alter. Man könnte auch in der Mitte durchfahren, aber... Ich versuche kurz einmal einen abknallen. Ja, dann mach doch. Geht C. nicht, kein Friendly Fire. C. Geht nicht. Na, hör doch auf, Leute. Wende kann ich, aber Sünke nicht. Dann ist gut. Dann ist gut. Dann ist gut. Sünke ist so breit, er hält jedes Auto an. Da geil. Aha. So, dann wollen wir aber mal weitermachen. Ich hole noch eben ein bisschen mehr Muni. Oh, ja, Stefan, ich kann dir noch ein paar Mauern geben. Ich habe noch viel zu viele im Inventar. Ich sammle gerade auch die ganze Zeit auf. Habe ich hier irgendwo eine Mauer? Oh, geil. Oh, das ist ja gut gemacht. Mensch. Wir haben ein Tor. Coole Sache. Oben ist auch ein Tor. Wo ist mein Reparaturscheiß? So, Stefan, da bist du. Gib mal her den Lachs. Hier. Bisschen was so. Ja, jetzt nochmal eben ein bisschen Money. 14 Geschütze. Nee, oh, da ist ja fast nichts mehr drin. Wow. Ja. Sönke, hast du noch Munition, die du loswerden möchtest, wenn du hier unten bleibst? Ja, kann ich kurz hier unten. Okay. Nee, ich pack dich hier in die Truhe. Sehr gut. Thanks. Okay, Dima, wollen wir weitermachen, oder? Ja. Läuft. Egal. Pappnase. Ja. Pappnase! Wieso kann ich das Auto nicht von innen drin reparieren? Dima! Dima! Du hast das Geschütz! Schön. Irgendwie ging das gerade nicht leider. Ich glaube, weil ich ein Item in der Hand hatte. Hm. Naja. No Baguette. Oh, mon ami. So. Mal mit Shotgun kalt. Shotgun ist auch sehr gut gegen Viecher oder auch gegen Nester. Ist ja voll wack, Alter. Also gegen Nester ist Shotgun übel gut. Nee, überhaupt nicht mehr. Wenn, unsere Waffe macht way mehr Damage. Dann lass mich doch mal ausreden. Wenn du die bessere Armor hast. Also ist die bessere Muni. Da gibt's jetzt noch, das ist jetzt gerade Tier 1, es gibt noch Tier 2. Wenn du die hast, dann ist mega. Achso, das kommt von oben gerade, das sind die Quellen da. Also ist die Shotgun trotzdem wack aktuell? Ja, aktuell ist sie wack, ja. Geil. Und vor allem haben wir noch keine Kampfschrotflinte, nur die normale. Die Kampfschrotflinte... Das ist so eine zum Angst einjagen. Die richtige Shotgun zum Töten, die kommt noch. Ich weiß gar nicht, wo ist denn...
Da Weaponry. Da die Pump, Kampfschrotflinte ist mit blauer Muni. Militär 3 ist das. Die macht dann pum 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 pum. Wie so eine DBS circa. Aus Papier. Irgendwas super. Das, was du jetzt hast, ist so eine S6. Oder S1. Aber DBS ist dann das Upgrade. Fische fangen und das nachts. Und das nachts. Und das nackt. Genau, oh, so, ich muss natürlich die ganze Stimmung verderben. Oh Gott, sind das eklige. Verderben. Die Stimme ist verdorben. Ab ins Auto! Cedric! Er macht das Casual beim Fahren. Sicher doch. Profi. Casual-Spieler. Ist ja direkt Casuals. Casuals. Mann, Stefan. Ein Gedanke. Dima, ich würde sagen, wir machen erstmal oben, weil dann kann Stefan hierher kommen und oben die Mauer setzen. Kackvieh, ey. Einfach die Babys abgeknallt, Junge. Ja, du, ich, von diesen Schwarmbeitern werden die Dinger noch richtig klein. Also so richtig pixelgroß. Das ist richtig nervig. Da kannst du nur noch mit Turrets eigentlich machen. Oh, Fisch. Kann man, wahrscheinlich kann man den Scheiß auch nicht braten. Nee. Das ist kein Kochspiel, die machen. Ja, Kochspiel. Also so ein Braten kann das Kochspiel in Minecraft, Alter. Habt ihr schon mal gegrillte Tomate gegessen? Natürlich. Ja. Nein. Finde ich ein bisschen leckerer. Das ist wie im Videospiel. Normale Tomate bringt dir 2 Hungerkeulen und eine gegrillte vielleicht 3. Eine gequälte. Eine gequälte Tomate. Ah, ich mag es, wenn meine Tomate leiden musste. Oh, die mal. Oh Gott. Ich esse Fisch ohne Ende. Okay, ich mach mal ein bisschen schneller, ja? Komm. Noch habe ich genügend Muni und alles. Ich habe noch 2000. Hast du das Auto abgebaut? Nein, 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 die ist unten. Ist, dann da. Ist das vielleicht gerade kaputt gegangen. Ja, das Auto ist zerstört worden. Ist nicht schlimm. Ich glaube, es war Stefan seins. Wenn ich ein Radar abbaue und dann wieder hinsetze, dann macht es ganz normal weiter. Oder ja. Muss ich irgendwas einstellen? Strom, nee, nee, das macht einfach weiter. Okay. Hat nichts speziell. Unsere Eisproduktion ist nicht so gut, ne? Das ist die Stadt gerade im Moment. Die Eisen? Hast du gesagt Eisen? Eisen, ja. Ja, das ist mir bewusst. Wir können das nicht mehr upgraden. Das ist jetzt Max. Wir können nur versuchen, die mehr Miner hinzubauen, was nicht geht, weil wir schon genügend haben. Weil wir nicht genügend Eisen jetzt haben. Also wir bräuchten eine neue Quelle. Sonst geht's nicht. Oh mein Gott. Okay. Da waren viele Krasse dabei. Junge, ja. Da haben wir ein bisschen was verloren. Ja, ich habe das vor dich hinter dir gesetzt. Das war ein bisschen... Du Wichser, wir wirst hier nicht ankommen. Komm mal zu euch, ja, hier oben müsste eine Mauer hin. Aber wir machen erstmal noch hier oben die Nester weiter weg. Ja, ja, ich... Vielleicht ist das ja auch eine Insel. Vielleicht ja, ja. Das ja später nicht weiter. Da gehe ich auch mal raus. Um die kleine Region hier. Okay, dann bleiben wir uns auf. Du hast auch genügend Muni und Turrets, ja? Ja, natürlich. Ja, nein, ich bin gestorben. Was für Viecher sind das denn? Ja, die kommen halt auch her. Vielleicht solltest du erstmal da eine Mauer bauen. Nein, mein Inventar ist weg. Ja, du musst wieder genau da hingehen und dann deine Leiche abbauen. Dann sind da deine Items und alles wieder drin. Und das ist nicht markiert, oder? Nee, aber das ist da an der Stelle gewesen, so. Wenn die Züge kommen, Stefan, werden wir alle sehr oft sterben. Oh ja. Aber ich habe einen Blueprint für eine Schranke. Für einen Bahnübergang quasi. Den haben wir ja, auch. Ja, da geht die zu, während ich drin bin. Nee, das geht nicht. Während für dich das Tor offen ist, wird für die Züge das zugemacht. Das heißt, da kann kein Zug durch. Das ist mega gut gebaut. Also du kannst dadurch nicht mehr sterben, wenn du einfach über diesen Eingang gehst. Den habe ich auch bei unserer Welt eingebaut gehabt. Nur an einer Stelle, deswegen weißt du es vielleicht nicht mehr. Oh, das ist noch ein Wurm. Du Wurm! Hey, du hast mich voll beleidigt. Ja, so mag ich das.
Nein, ihr Hurensöhne! Nimm dir Turrets mit und Ammo. Oh, fuck. Du wirst in 3 Sekunden wiederbelebt. Wieso nicht in 0 Sekunden, Mann? Was für ein dummer Countdown. Direkt tiltet. Hast recht, Countdowns sind scheiße, Alter. Ja, scheiß auf Countdowns. Ja, was? Du musst kurz warten. Was will ich wissen, ob... Warum? Jetzt machst du nicht in die Länge ziehen, Mensch. Ich will jetzt wissen, wer DSDS gewonnen hat. Oh, Kacke. Oh, lauf schneller, du Bastard. So, Nest weg. Eben weggehen. Also nimm dir Turrets mit und Ammo mit und dann soll das eigentlich gehen. Digga, sind hier viele Pissköppe. Yes. Oh, ich kann sehr viele Turrets bauen. Ja, easy. Ich würde an der Stelle nur noch das da abbauen. Und dann ist genug. Das ist dann genügend Puffer zur Mauer. Übrigens wird, je nach die, also die Mechanik hinter Beißern und deren Evolution hängt davon ab, wie viel Umweltverschmutzung wir produzieren, aber auch, wie viele wir von denen töten. Das heißt, es wird immer ein X% zur Evolution hinzugefügt, wenn wir Nester zerstören. X% zur Evolution, Alter. Was ist das für eine oder Relativität? Oder fixer Prozent, fixer Satz, der dann die Evolution erhöht. Das heißt, je mehr wir von den Viechern kaputt machen, desto stärker werden sie auch. Aber das müssen wir machen, weil ansonsten kommen einfach unendlich immer mehr und das würde dann auch nicht gehen. Wir müssen ja auch expandieren. Müssen nicht. Könnten auch einfach aufhören. Spiel. So, digitiert mal zurück in Fische, Alter. Dann geht mein Leben einfach so runter. Ist vergiftet. Oh, da oben ist eine große Base. So ein bisschen. Ja, aber ich würde sagen, das reicht jetzt, glaube ich. Ich will noch die Base hier oben können, diese größere, und dann ciao. Ja, ja, die, genau. Ich komme mal zu dir, dann helfe ich mit. Nein, mein Geschütz. Ich werde vergewaltigt auf einem Alien-Planeten. Mach mehr Geschütze. Nein! Ich vergewaltigt auf einem Alien-Planeten, Alter. Stefan, guck mal, wie wir das machen mit den Turrets. Oh, ja. Das hat der Sönke heute auch erst gelernt. Oder ist Dima? Ne, Dima war das, ne? Sind gerade beigebracht. Hinsetzen und Muni reinlegen. So. Ein Turret bringt leider nicht viel, weil es so viele kleine Scheißviecher sind, dass der eins tötet und dann muss er wieder nach dem nächsten Gegner suchen. Wie kann ich aus der Taskleiste die Sachen entfernen? Mittlere Maustaste. Was ist für ein lila Scheiß da oben? Das ist die. Das oh, Blut? Das war Blut. Ja, leucht. Bei mir ist einfach fucking Sinn. Hast du gerade meine Türme mit abgebaut? Kann sein. Markt. Hast du keine mehr? Doch, ich hab noch 10, aber. Ja. Unsere Türme. Communism. Ja, steht dir eigentlich. Boah, warum ist das schon wieder Stein? Ich kotze im Stein. Was kann doch nicht. Was soll. Ey, sag mal. Ist das irgendwie so, ich mach Wasser höher, das heißt, es wird mehr Stein generiert oder so, damit wir das Wasser wieder gut füllen können mit Steinen oder was? Was soll denn das? Ja. Ey, überall ist Stein. Wir haben jetzt irgendwie Ressourcen von 200 Millionen Stein rumliegen. Mein Knie brennt. Okay, Stefan, wir kommen runter, wir helfen dir, ja? Das wird ja so nix. Der wird ja richtig vergewaltigt. Ja, der wird dann nur vergewaltigt die ganze Zeit. Ich glaube, die find's geil. Dima, hast du noch Engines im Inventar? Dass du ein Auto bauen könntest? Nein. Okay, schade. Was? Wir sind gleich da, Stefan. Dann kannst du einfach, kannst schon mal auf den Weg hingehen und wir gehen dahin. Oh Leute, die haben sich da. Die haben sich vor unsere Mauer hingesetzt, die Säcke. Die haben einfach eine Base gebaut. Dima, kannst du da oben schon mal so ein paar Turrets hinsetzen? Jetzt da, dass wir schon mal so ein bisschen einen Ansatz von der Mauer da haben. Ja, Momentchen. Nur so zweckbedürftig. Ah, guck mal, Sönke hilft auch. Wir machen alle mit, Stefan. Oh Gott, hier liegen so viele Leichen. Also ihr könnt dann auch gleich direkt rote Munition suchen. Also, nee, nicht suchen.
Okay. Pass auf, Stefan, da kommt einer. Mit der Pistole, oh Gott. Oh Gott. Ja, ich baue gerade eine andere Waffe. Ja, Pistole ist so krippelig scheiße einfach. Das ist unfassbar. Junge, hier sind aber auch schon so stark mittlerweile hier. Weißt du, was ich einfach mache? Weil ich irgendwie zu viel davon habe. Ich platziere hier Fließbänder, die machen die auch kaputt, ne? Doch, die machen die auch kaputt. Ist eine geile Idee, aber funktioniert leider nicht. Die machen nur die Fließbänder kaputt und dann kriegen wir die ganze Zeit die scheiß Sound von wegen, dass das kaputt gemacht wurde. Ja, ist nicht schlimm. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Ja, ist schon zu spät. Bitte nicht! Digga, wie weit weg sind wir hier eigentlich? Weißt du auch, wie weit wir mit unserem Artillerie. Keine Ahnung, ich hab nur geballert und nichts gehört. Nee, aber bei unserem alten Spielstand, da weißt du, wie weit wir weggegangen sind, oder? Ja. Wir haben gesagt, wir wollen so weit raus, dass wenn du in der Map bist und rauszoomst, dass du ganz rechts bis dahin kommst. What the fuck, Alter. Fast gestorben. Jetzt brennt mein Hoden wieder. Guck mal, wenn du nämlich reinzoomst, brennt auch mein Hoden. Hört auf, hier zu Stefan zu gehen. Alter, boah. Die Viecher, ich Alter. Hab keine, ich habe keine Türme mehr, ne? Dann gebe ich dir welche. Ne, brauchst du nicht. Ich bleib neben dir. Ja, du musst ja welche haben. Hier, bau die ab. Sonst ist ja dumm, wenn du nicht mitkämpfen kannst. Oh, Leute, hier ist ja wirklich... Hier ist richtig Lidersuppe. Anderes Problem. Guck mal, hier ist richtig Gift. Oder hast du die gemacht? Hast du Giftkapseln geworfen? Nein. Okay, dann sind hier vielleicht welche, die in die Gift spezialisiert sind. So. Angriff ist die beste Verteidigung. So, wenn du siehst, dass Türme kaputt gehen, einfach weitere bauen. Immer mehr. Ich hab noch so viel Muni, ne? Ich nicht mehr, ich hab keine mehr. Ich hab nur noch 100 in meiner AK. Okay, warte. Dann setz ich hier. Hier. Oh, Bullet Speed. Ah, wir haben nichts anderes mehr, ne? Nee, außer die Shotgun-Turrets, das könnte man rein theoretisch machen oder die Landminen. Okay, ja, dann. Alles andere ist. Oh, Landminen auf keinen Fall. Hier, Verteidiger. Das könnten wir machen. Nee, brauchen wir auch nicht. Verteidiger ist auch scheiße. Okay. Das sind so kleine Roboter, die rumfliegen, die aber auch von Beißern angegriffen werden können und dann kaputt gehen. Und die kosten so viel. Das ist wirklich einfach nur Ressourcenverschwendung. Okay. Dann machen wir einfach das. Und Landminen sind auch relativ. Ja, also hab ich nicht Bock drauf. So einmal hochgehen und das war's so. Gold. Alter, nein! Boah. Ja, die Kackviecher, ey. Ja, die Kackhaus. Ja, hätten wir jetzt rote Muni schon in Massen gehabt, ne? Wir würden hier so hart durchsäbeln einfach. Naja, also im Pott sind halt schon fast 1000, ne? Ja, aber wir machen jetzt hier nochmal weiter mit dem Rest, den wir noch haben. Und für den nächsten Angriff würde ich dann auf Rot auch mitnehmen. Okay, dann baue ich das nochmal krasser auf. Also noch krasser als vorher. Ja. Wenn du sagst, dass es so wichtig ist. Ja, Rot ist Rot ist quasi wie rote Fließbänder. Das ersetzt das komplett. Wir müssten dann nur noch damit kämpfen. Ersetzt komplett? Okay, ja. Gut. Wir nutzen keine gelbe Muni mehr, sobald wir genügend rote haben. Okay, das wusste ich nicht. Weil die einfach. Dann hätte ich das gleich vorher gemacht. Okay. Weil die ist halt in allem besser. Schlau sein? Das ist einfach das Upgrade, das direkte. Hier. Und später gibt es dann auch noch Uran-Ammo und die ersetzt dann die rote. Okay. Oh, das ist echt schlau. Sehr, sehr schlau. So, jetzt pass auf. Himmel. Alter, einfach Beavis und Butthead. Hilfe, Dima! Dima, ich bin nicht so schlau. Junge, du bist echt tot! Renn! Ich renne nur, ich esse nur Fische. Es gibt aber auch Spucker, ne? Ist egal, bis die kommen. Ich würde die Mauer, glaube ich, hier mit der Klippe verbinden. Also hier an der Stelle runter. Hier ist ein kleiner Durchgang und dann da oben. So wäre mein Vorschlag.
mache erstmal das Camp hier weg. Ich mache oben das Nest, ja? Lenkt die ab, Stefan, und ich platziere. Ihr macht unten weiter, ich gehe oben hin. Jo. So, was trinken hier? Oh Gott, da kommen mehrere. Mach erstmal die Geschütztürme von denen kaputt. So, Beavis und Butthead ist auch so eine Sache, die ich überhaupt nicht gette. Ich hab das noch nie geguckt. Das, glaube ich, ich kenne das, aber das war's auch. Ich hab's auch noch nicht geguckt. Ich hab das nur mal so ansatzweise so ein bisschen reingeschnuppert, aber das war für mich so dumm einfach. Aber ich krieg das immer mal wieder. Das sind doch diese beiden zwei schlecht gezeichneten Jungs. Ja. Und die sind so. Die über alles kichern so. Okay, das ist irgendwie in Amerika irgendwie so richtig irgendwie Classics, aber ich fühle das so gar nicht. Das ist so richtig, what the fuck, Digga? Nee. Junge, ich hab da eine halbe Million Fische. Ah, Alter, hier unten geht's lang. Nee, da können wir nicht machen, Stefan. Wir sind tot, wenn wir da unten hingehen. Ja, dafür brauchen wir rote Ammo, wenn wir da unten weiterbauen wollen. Mach mal lieber die Mauer hier zu und dann sollte das erstmal gehen. So. Sind Spucker haben die größere Reichweite als die Türme? Ja, Würmer haben eine größere Reichweite. Und Spucker aktuell nicht, aber kann noch werden. Gib mal Hilfe. Wo bist du? Wieso gehst du wieder fetzen, Alter? Ja, weil ich da die Mauer anfangen will. Da unten? Ich fetz dich nach Rui. Der Stefan, ne? Er liebt einfach Schlägerei. Oh ja. So ist auch unser pöbelnder Frauenhassender. Ja, Frauenhassender, alles klar. Ja, hä? Kennst du den Gag nicht? Oh, Stefan, die ist heftig! So. Scheiße, ey. Was sind denn lieber eine Aufnahme dabei, wo wir das. Nee, ne? Guck nicht. Crazy. Ah, ich stehe in Pissel. Stefan, baust du das gerade ab, weil du Holz brauchst oder weil du es weghaben möchtest? Ja. Ja. Eins von beiden, Dima. So. Hier, ja, Stefan. Gott, frag nicht so dumm. Hot eine Fresse durch und so. So, soll... kriegst jetzt eine fette Nate ab, hier. Die Mauer straight runter. Ich würde das schräg machen. Wenn du es runter machst, dann werden die wahrscheinlich unten geballt, also an so einer Spitze angreifen. So. Ja, das ist gleichflächiger. Dann haben mehr Turrets gleichzeitig die Möglichkeit anzugreifen. Also nicht straight. Wenn du es nach unten machen würdest, ist aber die untere Spitze. Was? Ist egal. Ich bin ganz kurz AFK hier. Ne? Ich hoffe, die beschützen mich. Bis gleich. Ehrenlos. Wirklich ehrenlos. Verlässt uns einfach. Sönke, wie ist es bei dir zeitlich eigentlich? Ja, ich höre gleich auf. Ich will dich nicht loswerden, aber ich will dich nur daran erinnern, nicht, dass du das verpasst. Gut. So technologiemäßig, hast du irgendwas, was wir auf jeden Fall brauchen? Was wir könnten. Es gibt regenerative Walls. Reactive Mending Wall. Lul. Ist ja mega gut. Mending Wall. Die regenerieren sich von selber. Regeneration Turrets. Medic Turrets. Lol. Medic Repair Armor. Character Health Bonus. Oh lol, man kann seine Health Points erhöhen. Das machen wir mal. Regeneration erforschen und danach können wir Health Points von uns erhöhen einfach. Um plus 100. Wie haben wir denn jetzt? Okay. 250 Trefferpunkte haben wir aktuell. Das ist ein ordentlicher Bonus. Oh shit! Unsere südliche Mauer wurde richtig drangsaliert. Fast kaputt. Nein, Tima! Ach, fuck you! Was willst du denn, hä? Ich wollte einen Pimmel malen, ist doch scheißegal. Hä? Na. Sönke, hast du die ganze rote... Kannst du weitermachen? Hast du die ganze rote mitgenommen? Warum soll ich Pimmel mal, wenn du rausgehst? Sorry. Danke. Ach, ich soll an der Eichel sein? Du solltest überrascht sein, dass du in einem Pimmel bist. Aber das ist, nicht mehr möglich, weil du schon da bist.